Außenminister Gabriel ist derzeit in einer Region in Afrika unterwegs, in der sich eine der größten Hunger- und Flüchtlingskatastrophen der Welt abspielt. Sein Besuch begann in Uganda, jetzt ist er im Südsudan. Seit 4 Jahren tobt dort ein blutiger Bürgerkrieg zwischen rivalisierenden Volksgruppen mit Zehntausenden von Toten. 4 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Einen großen Teil davon hat Südsudans Nachbarland Uganda aufgenommen. Patricia Wiedemeyer berichtet. Von Eiern zu grenzüberschreitenden Elchen. Wer einen in freier Wildbahn sehen will, braucht dafür nicht nach Schweden. Die Chancen steigen, dass man auch in Brandenburg einen trifft. Dass Elche von Polen aus immer mal wieder hierher kommen, weiß man schon länger. Aber noch nie konnten sie in Brandenburg aus einer solchen Nähe fotografiert werden. Für Autofahrer heißt das aufpassen, denn die bis zu 700 Kilo schweren Tiere haben die Eigenschaft, einfach stehen zu bleiben, wenn ein Auto kommt. Antje Klingbeil. Nordhälfte, Sonnenschein gibt es aber auch im Süden nicht. Die Details hat gleich Gunther Thiersch. Die neuesten Nachrichten hat um 9:45 Christian Sievers im Heute-Journal. Und wir sind morgen wieder da, wenn Sie Lust haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Einen schönen Abend noch.